Blumenbeete, wo früher Panzer fuhren. Durch die Landesgartenschau 2010 ist ein ehemaliges Kasernengelände in Hema zu einem farbenfrohen Landschaftspark geworden. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer pflegen die Gärten und Beete bis heute. Über 1000 gehören zum Förderverein des Sauerlandparks. Dessen Vorsitzender Heinz-Jürgen Osing freut sich, dass der Sauerlandpark auch nach der Landesgartenschau zum Aushängeschild der Stadt geworden ist. Ich meine, die Landesgartenschau 2010 war schon einmalig. Das kann man auch mit einem Park anschließend nicht mehr wettmachen. Die Iserlohner, nicht nur die Iserlohner, auch die Menden, alle sind neidisch auf Hema. Hätte Hema das nicht gemacht, ich habe immer den Spruch gesagt, dann wären hier in 20 Jahren die Lichter ausgegangen, wenn nicht schon eher. Durch das Engagement vieler Bürger konnte der Park in seiner jetzigen Form auch ein Jahr nach der Landesgartenschau erhalten bleiben. Gerade der Förderverein sorgt dafür, dass immer wieder Neues entsteht, wie der Bürgerstaudengarten im oberen Teil des Parks. Für Heinz-Jürgen Osing ist neben der Idylle auch die Familienfreundlichkeit wichtig. Wasserspielplatz, Skaterbahn und Irrgarten ziehen immer mehr Familien in die Felsenmeerstadt. Jeder Park hat natürlich seine Attraktionen, aber der hier ist, meine ich, doch sehr, verglichen jetzt zu dem Park in Dortmund, wesentlich familienbezogen. Für die Kinder, die können hier viel mehr machen. Und ich glaube, in einem Umkreis von 40, 50 Kilometern ist das also ein hervorragendes Einzugsgebiet hier für den Sauerlandpark für Familien. Die Besucher des Sauerlandparks sind von dem Konzept auch nach der Landesgartenschau begeistert. Auch wenn der Ausnahmezustand des Gartenschaujahres nachgelassen hat, wird der Sauerlandpark in Zukunft noch Anziehungspunkt für Menschen aus der Region bleiben. Also ich finde super, dass die nach der Landesgartenschau jetzt ein Konzept gefunden haben, um das ganze Projekt hier weiterzuführen. Ich denke, es ist eine super Gelegenheit für Leute aus dem Ruhrgebiet, aber auch aus dem Sauerland hier ihre Wochenenden zu verbringen, mal schön Wetter vorbeizuschauen. Wenn in der Landesgartenschau hier gewesen ist mit Blumen und allem und auch mit Veranstaltungen, ist natürlich dieses Jahr nicht so. Aber ist natürlich auch klar, ist ja auch viel weniger Geld zur Verfügung. Und da hat sich das halt bemerkbar gemacht. Also es ist halt einfach großräumig, die können hier rennen, die können sich bewegen, die können spielen. Hier mal ein Spielplatz, da mal ein Spielplatz. Ja. Ist ein bisschen sehr viel grün, ein bisschen sehr viel winterlich und ein bisschen weniger Blumen. Aber es ist ja typisch für die Novemberzeit. Und dann kommen wir im nächsten Jahr, wenn die Blumen blühen, wieder.